Liebe TC-Gemeinde zu Hause an den Bildschirmen, wir begrüßen Sie ganz herzlich zu unserem zweiten digitalen TC-Gottesdienst hier aus der Breitenfelder Kirche. Er wird natürlich anders sein als in gesunden Zeiten, als in den Zeiten, in denen wir einmal im Monat hier in der Kirche TC-Gottesdienst feiern. Es ist immer noch nicht gewiss, wann wir hier wieder zusammen sind. Wir dürfen die Kirchen zwar wieder öffnen, es darf allerdings nicht gemeinsam gesungen werden und es muss ein großer Abstand eingehalten werden. Ja, liebe TC-Gemeinde, ich sag mal, liebe TC-Schwestern und Brüder, das ist schon wirklich ungewohnt, dieses digitale Gottesdienst halten. Und wir können eigentlich gar nicht miteinander singen, deshalb halten wir hier große Abstände. Aber möge dieser Gottesdienst uns und Ihnen allen und euch allen heute zum Segen sein. Möge Gott uns mit seinem Geist verbinden. Wir feiern diesen Gottesdienst am 8. Mai. 8. Mai 1945, Kriegsende. 75 Jahre kein Krieg, 75 Jahre Ende eines furchtbaren Krieges. Das wollen wir natürlich in diesen Gottesdienst auch mit hineinnehmen, in unsere Gedanken, in unser Gebet, in unsere Fürbitten und auch in einen Text, den ich nachher lesen möchte. Gott segne uns in diesem Gottesdienst miteinander. Vielleicht mögen Sie oder mögt auch Ihr euch zu Hause eine Kerze anzünden, um so die Atmosphäre zu schaffen, wie wir sie hier in Gemeinschaft leben und vielleicht, wenn wir hier wieder gemeinsam TC-Gottesdienst feiern, mögen Sie auch dazu kommen, weil Sie noch gar nicht mit uns gefeiert haben. Gemeinschaft spüren, trotz Abstand zu anderen Menschen, der uns hilft, gemeinsam und miteinander zu sein. Gemeinschaft spüren, trotz Mund- und Nasenschutz in Geschäften und dort, wo es schwierig ist, den Abstand zu halten und trotzdem unter Menschen sein. Gemeinsam feiern wir im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Wir singen das erste Lied, aber du weißt den Weg für mich. Thank you.
Wir beten aus Psalm 66. Jauchzet Gott alle Lande, Lob singt zur Ehre seines Namens, rühmt ihn herrlich. Sprecht zu Gott, wie wunderbar sind deine Werke. Deine Feinde müssen sich beugen vor deiner großen Macht. Alles Land bete dich an und Lob singe dir, Lob singe deinem Namen. Kommt her und sehet an die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. Er verwandelt das Meer in trockenes Land. Sie konnten zu Fuß durch den Strom gehen. Darum freuen wir uns seiner. Er herrscht mit seiner Gewalt ewiglich. Seine Augen schauen auf die Völker. Die Abtrünnigen können sich nicht erheben. Lobet, ihr Völker, unseren Gott. Lasst seinen Ruhm weit erschallen. Der unsere Seelen am Leben erhält und lässt unsere Füße nicht gleiten. Amen. Amen. Wir singen das Lied Nada der Türke. Nehmen wir die Gedanken dieses Liedes mit hinein in ein Gebet. Nichts beunruhige dich, nichts ängstige dich. Wer Gott hat, dem fehlt nichts, Gott allein genügt. Gott, himmlischer Vater, wir rufen zu dir. Wir suchen deine Nähe. Wir müssen Abstand halten, umso mehr brauchen wir deine Nähe zu uns. Es gibt vieles, was uns beunruhigt. Nimm die Unruhe von uns und lass uns Ruhe finden bei dir. Schenke uns Liebe und Kraft und Besonnenheit. Durch Jesus Christus, deinen Sohn, der seinen Weg für uns gegangen ist
auf dass wir geheiligt werden. Amen. Und auch heute habe ich Ihnen und euch wieder eine Geschichte mitgebracht. Eine Geschichte von Willi Hoffsummer. Und die heißt Die Riesenberge. In einem friedlichen, von Zwergen bevölkerten Land erschienen eines Tages zwei Riesen. Der eine hatte braune und der andere gelbe Haare. Die Zwerge fürchteten sich vor ihren lauten Stimmen, ihren groben Fäusten und riesigen Füßen, die ihre Felder und Wiesen zerstörten. Die Angst der Zwerge ließ die Riesen immer mächtiger werden. Der braune und der gelbe Riese verboten den Zwergen zu lachen und zu singen. Das war das Einzige, wovor sie sich selbst fürchteten. Sie ließen die Zwerge tief in der Erde nach Edelsteinen, Gold und Silber graben. Ihre Riesenburgen waren voll davon. Eines Tages merkten die Riesen, dass einer den anderen zu betrügen versuchte. Sie fingen an, miteinander zu kämpfen. Doch keiner vermochte, den anderen zu besiegen. Da erinnerten sie sich an die vielen Zwerge. Jeder versuchte, sie von seiner Stärke zu überzeugen. Darum bekamen auch die Zwerge Streit untereinander. Die einen glaubten an den Riesen mit den braunen, die anderen an den Riesen mit den gelben Haaren. Es entstanden zwei Lager, das Lager der braunen und das Lager der gelben. Die beiden Riesen sahen mit Vergnügen, wie die Zwerge sich verfeindeten. Sie beschlossen, das Land zu teilen und dazwischen eine Mauer zu bauen. Trotzdem gab es keinen Frieden. Jeder Riese fürchtete, der andere könne ihn mit seinen Zwergen überfallen. Sie befahlen den Zwergen, Steine zu sammeln und sie zu einem Berg aufzurichten. So wuchsen links und rechts Mauern, zwei Steinberge zum Himmel empor. Auf beiden Seiten waren die Zwerge so besessen davon, den größeren Berg zu haben, dass sie nicht mehr aufhören konnten. Und eines Tages waren die Berge so hoch, dass ihre Schatten über das ganze Land reichte. Viele Zwerge wurden krank. Die Pflanzen und die Bäume verkümmerten und die Tiere flüchteten in fremde Erdteile. Die alten und die weisen Zwerge erschraken. Sie merkten plötzlich, dass die Steinberge ihr Leben bedrohten. Sie fingen an, zu mahnen. Aber die meisten Zwerge hatten sich so daran gewöhnt, Steine auf den Berg zu tragen, dass sie nicht mehr wussten, womit sie sich sonst beschäftigen sollten. Nur die Zwergenkinder vertrauten ihnen und glaubten an den Frieden. Von beiden Seiten gruben sie heimlich so viele Löcher in die Mauern, bis sie zusammenfielen. Miteinander fühlten sich die Zwergenkinder groß und stark. Sie verloren die Angst vor den Riesen und fingen an zu lachen und zu singen. Die Riesen erschraken. Und als sie die lachenden und singenden Zwergenkinder hörten und die zerstörte Mauer sahen, ergriffen sie Hals über Kopf die Flucht. Die Macht der Riesen war zu Ende. Den Zwergen aber blieb nichts anderes übrig, als die Riesenberge wieder abzutragen, bis die Schatten kleiner und kleiner wurden, bis die Sonne auch den hintersten Winkel erreichte. Nur zwei niedrige Hügel ließen sie stehen. Sie sollten alle Zwerge an die Weisheit der Alten
und den Glauben der Zwergenkinder erinnern. Die Hügel sollten ihnen aber auch Mut machen, sich den Riesen entgegenzustellen, wenn es ihnen einfallen würde, wiederzukommen. Und wir singen Ex Audi, Orationem Meam. Vater, habe Dank, dass die Epidemie in Deutschland bisher vergleichsweise glimpflich verlaufen ist. Gib den Menschen Einsicht, dass sie sich weiterhin verantwortungsvoll verhalten. Und bewahre uns vor einer zweiten Welle,
die möglicherweise schlimmer wird als die erste. Wir bitten dich. Lieber Herr Jesus Christus, hab Dank für 75 Jahre Frieden in Deutschland und Europa. Wir sind erfüllt mit Dankbarkeit und Hoffnung und Sehnsucht und bitten dich, dass du diesen Frieden erhältst. Mache uns zu Friedensstiftern, auf dass wir selig werden. Wir rufen zu dir. Herr Gott, lieber himmlischer Vater, gib den Politikern, Virologen und allen Verantwortlichen deine Weisheit und deine Gedanken und lass sie eine gute Strategie finden, wenn wir eine lange Zeit mit dem Virus leben müssen. Sei uns gnädig und schenke uns, dass diese Zeit nicht so lange dauert, wie wir es befürchten. Schenke so schnell wie möglich einen Impfstoff, der dann auch gerecht verteilt wird. Wir bitten dich. Gott, himmlischer Vater, wir bitten dich, trage uns durch diese Krise hindurch und lass sie eine Chance sein zur Veränderung zum Guten. Lass mir Menschen zu einer lebendigen Vertrauensbeziehung zu dir finden. Lass uns alle Halt und Geborgenheit bei dir finden. Wir rufen zu dir. Lieber himmlischer Vater, unser Schöpfer, hab Dank für den wunderbaren Frühling, der so viel von deiner Herrlichkeit widerspiegelt. Hab auch Dank für den Regen, der ein großer Segen für die Landwirtschaft und alle Erntehelfer ist. Und bewahre uns in diesem Jahr vor einer erneuten Dürre. Wir rufen zu dir und danken dir. Halleluja, Halleluja.
singen das Gebet von Jesus, das Vaterunser. Mai 1945, liebe Mitchristen, ein geschichtsträchtiges Datum, Ende des Zweiten Weltkrieges, Ende von unglaublich viel Schrecken, Morden, Töten, viel Leid, wie immer. Krieg bringt immer Leid. Wir können so dankbar sein, dass wir 75 Jahre in Deutschland und in Europa in Frieden jetzt haben leben können. Und möge das so bleiben. Wenn wir in die Welt schauen, dann sehen wir, dass das bei weitem nicht selbstverständlich ist. Es gäbe vieles zu sagen zu diesem Tag und vieles zu bedenken. Mir ist in den Sinn gekommen, was einst 1934 Dietrich Bonhoeffer, dessen 75. Todestag wir ja auch vor wenigen Tagen bedacht haben, was Dietrich Bonhoeffer auf einer allgemeinen christlichen Friedenskonferenz 1934 auf Farnö über Frieden gesagt hat. Gedanken und Worte, die ich immer noch sehr wichtig und sehr bewegend finde. Er schreibt, er sagt auf dieser Konferenz und zitiert Psalm 85 zu Beginn. Ach, dass ich hören sollte, was der Herr redet, dass er Frieden zusagte seinem Volk und seinen Heiligen. Zwischen den Klippen des Nationalismus und des Internationalismus ruft die ökumenische Christenheit nach ihrem Herrn und nach seiner Weisung. Nationalismus und Internationalismus sind Fragen der politischen Notwendigkeiten und Möglichkeiten. Aber die Ökumene fragt nicht nach diesen, sondern nach den Geboten Gottes und ruft diese Gebote Gottes ohne Rücksicht mitten hinein in die Welt. Als Glied der Ökumene hat der Weltbund für Freundschaftsarbeit der Kirchen, der sich in Farnö versammelt hatte, Gottes Ruf zum Frieden vernommen und richtet diesen Auftrag an die Völkerwelt aus. Unsere theologische Aufgabe besteht darum, hier allein darin, dieses Gebot als bindendes Gebot zu vernehmen und nicht als offene Frage zu diskutieren. Friede auf Erden, das ist kein Problem, sondern ein mit der Erscheinung Christi selbst gegebenes Gebot. Und er sagt dann weiter, Friede soll sein, weil Christus in der Welt ist. Das heißt, Friede soll sein, weil es eine Kirche Christi gibt, um deretwillen allein die ganze Welt noch lebt. Und diese Kirche Christi lebt zugleich in allen Völkern und doch jenseits aller Grenzen völkischer, politischer, sozialer, rassischer Art. Und die Brüder, und ich ergänze Schwestern, dieser Kirche
sind durch das Gebot des einen Herrn Jesus Christus, auf das sie hören, unzertrennlicher verbunden als alle Bande der Geschichte, des Blutes, der Klassen und der Sprachen Menschen je binden können. Diese Brüder und Schwestern, durch Christus gehorchen seinem Wort und zweifeln und fragen nicht, sondern halten sein Gebot des Friedens und schämen sich nicht, der Welt zum Trotz sogar zum ewigen Frieden zu reden. Sie können nicht die Waffen gegeneinander richten, weil sie wissen, dass sie damit die Waffen auf Christus selbst richten. Es gibt für sie in aller Angst und Bedrängnis des Gewissens keine Ausflucht von dem Gebot Christi, das Friede sein soll. Nehmen wir diese gewichtigen Worte, die Mahnung Dietrich Bonhoeffers, mit in unser Gedenken, in unsere Gedanken an diesem Tag, und Gott segne unser Gedanken des Friedens. Amen. Und wir singen das Lied "Freuet euch im Herrn". Und nun empfangt den Segen und Frieden Gottes. Nehmt ihn hinein in eure Herzen, in eure Häuser, in eure Wohnungen, dort, wo ihr seid. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich.
und gebe dir seinen Frieden. Amen. Amen. Und zum Schluss noch einmal Musik von Telemann. Mit dieser Musik wünschen wir Ihnen allen einen gesegneten Abend und laden Sie ein zu unserem ersten wieder öffentlich stattfindenden Gottesdienst. Wir wollen es versuchen. Es gibt viele Auflagen, es ist sehr mühsam. Und trotzdem herzliche Einladung an diesen Sonntag hier in der Breitenfelder Kirche um 10 Uhr zum Gottesdienst. Sie müssen sich allerdings anmelden bei mir. Die E-Mail-Adresse, die wird angezeigt unten unter dem Gottesdienst, den Sie jetzt angeschaut haben. Alles Gute für Sie. Bleiben Sie behütet, bleiben Sie gesund.